Tja, jetzt wundert ihr euch vielleicht, huch, wo kommt das denn her? So aus dem Nix. Aber ich habe mir mal gedacht, ich habe ja mal vor Urzeiten Assassin's Creed 2 damals im Stream auch gespielt. Das ist schon eine ganze Weile her inzwischen. Und damals habe ich auch gesagt, ich wollte auf jeden Fall bestimmt mal Teil 3 auch spielen und auch vielleicht Teil 4 mal. Und vielleicht auch vorher noch die Add-ons zu Teil 2, die sind es jetzt nicht geworden, weil ich hatte irgendwie Lust, die Hauptstory und den Hauptteil, den nächsten, zu spielen. Und ja, da bot sich das jetzt einfach mal spontan wieder an. Und wir gehen mal direkt in die neue Story rein. Eingestellt ist eigentlich alles. Und ihr seht schon hier, ja, ein historisches Enddatum. Ich war tatsächlich nie weiter wie bis zu diesem Punkt. Das ist tatsächlich 100% authentisch. Ich habe ein Spiel damals angefangen, bin anscheinend bis zur Hälfte des Spiels ungefähr vorgerückt. Und dann, ja, dann war irgendwie wenig Zeit und irgendwie ließ die Lust nach. Und dann habe ich das seitdem auch nicht mehr angerührt. Also sprich, ich spiele das ab der Hälfte des Spiels auch ungefähr wieder blind. 20.11.2013, das sind jetzt 4,5 Jahre her, deswegen habe ich das auch in die Beschreibung so reingeschrieben. Das hat mich vorhin doch schon ein bisschen erschreckt irgendwie, dass dieser Teil schon wieder so lange her ist. Aber so ist es. Und ja, wir starten ein neues Spiel, selbstverständlich geht es nicht in den alten Spielstand rein. Und dann lassen wir uns hier, denke ich mal, von Story und von vor allen Dingen von der Spielwelt gut unterhalten, ein unglaublich interessantes Setting mit dem amerikanischen Unabhängigkeitsbestreben 1776 und alles, was da drumherum passiert ist. Sehr, sehr interessante Epoche und ich würde sagen, wir warten gar nicht lange. Wir gehen direkt mal ins Spiel. So, Name. Ach so, ja, das ist der Spielname, vermute ich mal. Desmond heißen wir nicht. Wir nennen uns Willi Tastenhauer diesmal. Willi ist ja irgendwie so mein alter Ego-Vorname. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both, but we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last, everyone's last. In the end, it all comes down to him, to Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before. A precursor race of immense power and uncertain motives.
They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Okay, hier sind wir nun. Irgendwo im Auto. Quacksacher kam. Nein, die haben das schon synchronisiert. Ich habe das nur eingestellt, dass es auf Englisch ist, der Ton. Weil ich das für etwas angemessener halte, wenn man die, das Setting betrachtet. We're here. Let's go. Also für einen Vater macht er aber noch einen ganz schön jungen Eindruck hier, ne? Na gut. So, wir gehen eben jetzt in diese Höhle. Da haben wir eben schon einen kleinen Hint von gesehen. Oh, was ist das denn hier? Wir haben Graffitis. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Okay, dank des Edensplitters konnten wir diese Tür öffnen. Servus Cleronicus, ist das richtig? Spielst du den Teil zum ersten Mal? Nein, ich habe ich eben schon am Anfang erwähnt, ungefähr knapp die Hälfte des Spiels gesehen bis zum November 2013 und dann habe ich es nicht mehr weitergespielt und seitdem liegt das quasi unverbraucht in der Gegend rum und spiele das jetzt zum zweiten Mal, aber habe auch kaum noch Erinnerungen daran. Quacksacher kam, finde ich nicht gut, vielleicht sollst du den Streamtitel dann auf Englisch bisschen Deutsch ändern. Nö, wieso? Ich meine, ich kommentiere ja auf Deutsch und das Spiel hat ja auch deutsche Untertitel eingestellt. Also von daher entgeht uns ja eigentlich nichts als deutsche Zuschauer. Und englische Zuschauer sind ja eigentlich nur dann aufgehoben, wenn sie auch den Streamer verstehen, glaube ich. Ne? Sonst macht das ja wenig Sinn. Deswegen ist die Sprache ja auch auf Deutsch. Das passt schon so, finde ich. So, wir sind da. Oh Gott, hier geht's nach unten, aber ganz schön schnell. Okay. Das ist so ein tolles Spiel. Ja, Assassin's Creed allgemein ist einfach eine richtig tolle Spielereihe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Wie da jetzt der dritte Teil spielerisch so im Vergleich zum zweiten steht, da habe ich ehrlich gesagt auch kaum noch Erinnerungen dran. Aber ja. Ja, dann auf Wiedersehen, Quacksarakam. Okay, Cleronicus hat alle Teile bis auf den in London alle gespielt. Okay. Und dann kennst du dich ja sogar besser aus wie ich. Ich habe nämlich nach dem vierten Teil, also nach Black Flag, bin ich erst wieder jetzt bei
Origins eingestiegen. Letztes Jahr. Hab also die ganzen anderen Teile quasi pausiert. Irgendwie holten die mich nicht mehr so ab. Irgendwie war ich so ein bisschen gesättigt, glaube ich, von der Reihe. Aber Origins hat mir auch ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Schlüssel müssen wir finden. Son. Sir. Okay. Strange. Here we go again. Oh Gott. Er fällt um. Desmond? Do you hear us? Yeah. Ich höre euch, ja. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. Oh Gott. So naturally you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay. You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, I... No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Wer war denn noch Juno gleich? Okay, war das diese... While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. Ja. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. Okay, das können wir gleich machen, bitte. Alright. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Ja, das machen wir sofort. Juno, war das diese übernatürliche Frau, die wir im Intro schon gesehen haben? Diese Person oder diese Entität, dieser Vorläufer-Spezies, die wir im zweiten Teil am Ende gesehen haben? War das Juno? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Der London-Teil spielt in leichten Zusammenhang mit dem Black Flag, weil der Assassine und der Templar Nachfahren von Haytham Kenway sind. Ah, okay. Gut. Schon mal eine Anmerkung vorab. Das betrifft jetzt noch nicht deinen Kommentar, aber bevor wir da hingehen, auch für alle anderen Zuschauer, die während des Streams zugucken, versucht euch mit Spoilern irgendeiner Art zurückzuhalten. Ja, ich habe das Spiel bis zur Hälfte schon gesehen, aber es wäre cool, wenn ich zumindest zur Story des dritten Teils hier nicht direkt was im Chat lese oder so. Das würde mich persönlich, glaube ich, ziemlich ärgern. Das wäre dann nicht so schön. Vor allen Dingen die zweite Hälfte des Spiels kenne ich ja noch gar nicht. Der dritte Teil war einer der besten. Ah, das war diese Supergöttin, die in Brotherhood schon mal vorkam. Okay. Ja gut, Brotherhood habe ich auch gespielt, aber es ist, wie gesagt, noch länger her. Das ist alles ewig schon her. Na gut. Halten Sie RT zum Laufen. Ach, guck mal, der parkourt auch schon alleine vor sich hin. Let's practice climbing on these objects. Ja. RT gedrückt, um zu klettern. Bewegen sich beim Klettern mit L. Ach ja, hier, ne, mit diesen ganzen Parkour-Elementen. Ich glaube aber, wir reden von der gleichen. Ja, kann natürlich sein, dass es die gleiche Figur ist, die am Ende von Teil 2 vorkam. Das war doch irgendwie dieser, wo man den Borgia-Typen, der dann Papst war, umgebracht hat. Und dann öffnete sich diese Kammer und dann hat man diese Unterhaltung geführt mit eben dieser Person, dieser weiblich anmutenden. Okay, erstmal müssen wir ein bisschen obstaceln. Ja. Ich erinnere mich noch daran, der dritte Teil hat auch ziemlich ausgiebig diese ganze Desmond-Nebengeschichte noch weitergeführt, oder die Hintergrundgeschichte vielmehr. Ich weiß auch, dass mir das nur so teils gefallen hat oder so mäßig, mittelmäßig. Aber da müssen wir natürlich jetzt auch durch im Spiel. Ist natürlich kein Drama, ne? Ein Luftattentat ausführen. Ah.
Okay, ein Luftattentat mit X. Hallo, Kollege. Das ist ja noch easy. Und noch ein Luftattentat. Okay. Jump the gap. Okay. Das war aber jetzt knapp, oder wie? Oder habe ich jetzt was falsch gemacht? Sehr diffus mit dieser Grafik irgendwie. Relativ gewöhnungsbedürftig. So. Kann er hier rüber? Ja, kann er. Na, okay. Und rüber. Jawohl. Sehr gut. Meine Güte, das ist ja hier am Anfang doch sehr verwirrend, weil hier alles so komisch kleinteilig ist und zusammengesetzt. Aber naja, wir gehen ja auch gerade erst hier ins Animus-Programm. Synchronization levels look good now. You should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Volle Synchronisation. Fortschritt ansehen. Ich mache das mal gerade, um nur zu gucken, was dann passiert. Okay, hier kann man die ganzen Missionen, glaube ich, nur nachverfolgen, ne? Zielperson im Royal Opera House eliminieren. Müssen wir das jetzt machen? Wahrscheinlich, ne? Okay. Oh, wir sind jetzt hier schon in historischer Kleidung unterwegs. Geht's hier weiter? Nope. Ich glaube, da müssen wir lang. Ja, stimmt, diese Sprünge in Desmonds Leben oder in seiner Mission sind echt blöd. Also ich verstehe, was sie damit machen wollten damals. Aber ich muss ganz... Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Stärke der Serie finde ich ist eigentlich nur... Oder eigentlich die tatsächliche historische Kulisse. Ja, kein Problem, Kleronikus. Bis später dann. Und guten Appetit. Wie sieht denn das überhaupt aus? Wird der Chat angezeigt? Müsste er eigentlich, ne? Oder wird der nicht angezeigt? Ich habe es eigentlich so eingestellt. Ja, doch, wird angezeigt. Alles klar. So, jetzt habe ich hier gerade ein Standbild. Ich hoffe, es war jetzt nicht bei euch so. Mal gucken. So, eine tödliche Vorstellung. Mission starten. Jetzt sind wir bestimmt dieses... Genau. Theater Royal Covent Garden. Ladies and Gentlemen, you are requested to kindly find your seat. Mhm. Jetzt irgendwie eine E-Mail gefunden gehabt, aber ich glaube, da können wir noch nicht drauf zugreifen, oder? Geht das schon? Animus Datenbank, Benachrichtigungscenter. Doch, tatsächlich, Systemnachricht. Wie kann ich denn da rein? Egal, wir gehen jetzt erstmal im Spiel weiter hier. Animus Datenbank, Theater Royal. Ja, damals gab es noch diese tolle Datenbank. Die vermisse ich in Assassin's Creed Origins sehr. Auch wenn ich weiß, dass es inzwischen diesen Discovery Mode gibt, der das so ein bisschen ersetzt und teilweise natürlich noch viel weiter geht. Aber ich hätte mir während der Story schon manchmal gewünscht, ein paar Sachen würden schon da irgendwie erklärt werden. Weil ich das doch sehr, gerade als Historiker immer sehr spannend finde, wenn es zusätzliche Informationen auch gibt zu Orten, Geschehnissen und Personen und so weiter. Aber nun gut. Wollen wir hier mal einen Platz nehmen. Ah, nach da drüben müssen wir. Kollegen, hallo. Oh, lass mich mal kurz durch. Evening, Haytham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him?
Drücken Sie L, um das Adlerauge zu aktivieren. Finden Sie das goldene Ziel. Hallo Kollege, da bist du ja. Be seated in one of the boxes above. The stairs are watched. We'll need to find another way up. Hmm. I already have. Protect and encourage cheats, since we live by them. So, Blackmore, that sick word of trial, comes on in the afternoon. Einen abgelegenen Ort zum Klettern finden. Okay, jetzt haben wir hier quasi... 1000 pardons. So sorry. My apologies. Okay, und jetzt sollen wir Reginald Birch. Wer ist denn das überhaupt? Ach, das ist ja unser Kollege, ne? War ein Londoner Kaufmann und Sohn eines weiteren Londoner Kaufmanns, der zum Glück auch Birch hieß. Schien eine schwer zu fassende Familiensache zu sein, aha. Birch stieg früh in das Geschäftsleben ein. In seinen Mitzwanzigern besaß er schon mehrere Handelsschiffe und handelte hauptsächlich mit Tee für die amerikanischen Kolonien. Das lief doch ziemlich gut, wenn man bedenkt, dass die meisten Mitzwanziger nicht einmal ein Hemd besaßen. Hier steht... Er war Miteigentümer der Providence. Das könnte ein Schiff sein, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Später besaß Birch auch mehrere Unternehmen in und um London. Er war ein Mitglied von Whites, einem edlen Herrenclub in London und allgemein ein bekannter und in der ganzen Stadt angesehener Mann. Soweit ich weiß, traf Birch Haytham Kenway, während er für seinen Vater Edward arbeitete. Sind das nicht die aus Black Flag, die Kenways? Dachte ich doch jetzt, oder? Sie wurden einander bei Whites vorgestellt. Haytham war damals noch sehr jung. Birch wurde einstweilen Hathams Ausbildung übernehmen und ihn in den 30er Jahren bei einer Rundreise durch Europa unterrichten. Von dem, was wir im Animus gesehen haben, schien ihre Freundschaft noch lange fortbestanden zu haben, da sie als Mitglieder der Assassinen auch zusammenarbeiteten. Okay, das war also der liebe Reginald. Gut, und jetzt müssen wir einen abgelegenen Ort zum Klettern finden. Das sollte nicht weiter schwierig sein, wenn ich mir das hier so angucke. Okay. Müssen wir jetzt... Bin ich jetzt blind? Ach nee, hier rüber müssen wir. Ah, okay. Ja, natürlich, wir klettern jetzt innen, wo uns alle sehen können. Das klingt logisch. Ich habe jetzt gedacht, jetzt klettert der irgendwo im Innenbereich lang. Stattdessen sind wir jetzt hier da, wo uns alle sehen können. Hallo? Hallo, Knutschi. Edward war der Piratenkapitän. Meinte ich doch, ne? Da meinte ich mich doch auch noch dran zu erinnern. Kannst du mal sehen. Ah, bist ja doch schon wieder da. Sehr schön. Der Name kam mir nämlich schon bekannt vor. Jetzt sollen wir da oben hin. Das merkt keiner, dass wir hier oben lang klettern. Ich meine, klar ist der Raum hier relativ abgedunkelt, aber... Naja. Okay, so. Einen Weg hinter die Bühne finden. Das sollte jetzt nicht mehr schwer sein. Schloss knacken. Jetzt sag nicht, dass wir Minigame machen müssen. Doch. Ach so. Ach so, Moment. Ach, bin ein Depp. R im Kreis drehen, um den richtigen Winkel finden. Okay. Muss man das nachher häufiger machen? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. An so ein Minigame mit Schlossknacken. Das ist ja strange. So, einen Weg über die Bühne finden. Oha. Oh, oh, oh. Hallo. Ich dachte gerade schon, wir segeln hier original nach unten. Naja, auf halbem Weg haben wir angehalten. Des Bettlers Opa. Was ist das? Ist das das Stück, was gespielt wird? Die Beggar's Opera, des Bettlers Opa, wurde 1728 in London uraufgeführt und ist ein Musical, eines der allerersten. Es stammt aus der Feder von John Gay. Geiler Name. Einem Schriftsteller, der sowohl mit Alexander Pope als auch mit Jonathan Swift befreundet war. Zwei der prominentesten literarischen Figuren ihrer Zeit. Die Oper war populär und auch kontrovers. Populär, weil sie einerseits eine hervorragende Parodie der italienischen Oper war, die damals sehr beliebt war. Statt komplizierter italienischer Lieder bot sie andererseits Volksweisen, die das Publikum wiedererkannte. Das heißt, man konnte mitsummen, auch wenn man kein Italienisch verstand.
Kontrovers war sie wegen ihres Themas. Sie spielt im Gefängnis von Newgate und die Hauptfiguren sind allesamt Kriminelle, die sich wie die Oberschicht aufführten. Es war eine überspitzte Darstellung des britischen Adels inklusive einer verhüllten Kritik am Regierungschef. Beide verfügen traditionell über keinerlei Humor. Ich habe nie eine Königin getroffen, die über schmutzige Witze gelacht hat. Eigentlich habe ich überhaupt noch nie eine Königin getroffen. Die Beggar's Opera wurde als primitivste Form der Unterhaltung kritisiert und man warf ihr vor, da die Hauptfiguren Kriminelle waren, zu einem Anstieg der Verbrechensrate zu führen. Ist doch schön, dass solche Kritik nicht nur Filme und Videospiele trifft. Die verdammte Oper verdirbt unsere Kinder. Das kommt uns wirklich bekannt vor, oder? Die bösen Computerspiele. Aber gut, inzwischen hat sich das auch etwas weiterentwickelt. So, wir müssen... Oh, hier rüber. Alter. Jeremy? Müssen wir jetzt lang hier? Ja, okay, ist sehr, sehr dunkel. Aber wir kommen so gerade zurecht hier. So. Ach, guck mal, da ist er ja. Hallo, Kollege. Hey, Ethel. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Ey, 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 ey. Politischer Mord. Was macht der Junge da überhaupt? So aus dem Nichts heraus. So, liebe Leute, wir haben den Mord begangen, ganz still und heimlich, aber jetzt müssen wir hier wieder rausfinden, das Opernhaus verlassen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich nehme also den Stream parallel hier immer auf und würde mich jetzt sehr gerne erstmal von der ersten Folge hier von euch verabschieden in der ersten Folge und wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.